Einen wunderschönen, liebe Fatmans Group. Zwei Sachen. Zum einen, ich sitze heute weiter rechts, weil mir gesagt wurde, dass man den Lüftungsschacht nicht sieht. Probier mal einfach mal aus, ob ich jetzt woanders im Weg sitze. So ein Festcamp komplett weg, keine Ahnung. Ja, genau. Man hat den Lüftungsschacht nicht gesehen, deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen rübergesetzt. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Und zum Zweiten, da die meisten von euch Pappnasen meine Videos nicht zu Ende gucken, würde ich sagen, dass ich euch jetzt schon einen guten Rutsch wünsche. Heute ist der 31. Dezember. Wir haben das Jahr 2020 überlebt. Wir können alle nur hoffen, dass 2021 besser wird. Sowohl im Bereich Gesundheit, Lockdown, Corona, leck mich am Arsch, und sowohl auch im Bereich Gaming. Denn ich war mit dem Gaming-Jahr 2020 sehr unzufrieden. Was eventuell auch an Corona lag, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. 2021 dürfte in vielen Punkten besser werden. Ich werde aber noch ein Video dazu machen, was euch 2021 auf meinem Kanal erwarten wird. Was ich so plan, was ich spielen möchte, auf welche Spiele ich mich freue. Und ja, dann habt ihr so einen kleinen Überblick, was für Let's Plays kommen werden. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mit Nacht 3 bei Freddy 2. Was sich rhymt, ist immer gut. Ihr habt mir beim letzten Video so viele Tipps gegeben, die ich mir natürlich wieder überhaupt nicht gemerkt habe. Jetzt könnt ihr den Lüftungsschacht. Ja, ich glaube, da bleibe ich sitzen. Das passt ganz gut, oder? Da bin ich nicht im Weg. Ja, dann erstmal wieder geschmeidig unsere Base chillen, die Spieluhr aufdrehen. Das ist ja schon mal klar. Spieluhr ist wichtig. Balloon Guy ist wichtig. Und ansonsten gehen wir es wieder chillig an, das Ganze. Das war schon Balloon Guy, ja? Balloon Boy, entschuldige. Das wurde auch geschrieben. Warum sagst du denn Balloon Guy? Der heißt Balloon Boy. Ja. Wieso ist denn er jetzt schon da? Boah, das ging ja übel schnell. Es ist 12. Schaltet mal einen Gang runter, Leute. Das ist ja viel zu früh. Wo ist er denn? Oh, der ist schon im Schacht. Alter, jetzt schalt runter, Junge. Spieluhr aus. Was geht denn ab? Hä? Wieso geht das alles so schnell? Licht geht nicht. Ey, komm, ihr verarscht mich, oder? Was ist denn das jetzt? Es ist eins, hey, und die zerlegen mich ungefähr schon. Ach komm, hey, also ohne Witz. Ja, Spieluhr aufziehen. Mein Gott, was ist denn das für eine Nacht? Jetzt ist er da, oder was? Ja, wenn er da ist, habe ich schon verloren. Was war das für eine Runde, Leute? Ja, lach nicht so blöd, Alter. Ja, soweit ich weiß, sobald er da ist, kannst du nichts mehr machen. Taschenlampe geht nicht mehr. Um 12 Uhr in der Nacht steht Freddy, um 12 Uhr in der Nacht steht Foxy das zweite Mal hier und Balloon Boy steht im Office. Also bitte, das ist ja ein schlechter Scherz, oder? So, ich guck den jetzt hier und da mal an. Vielleicht bringt das was, keine Ahnung. Das ist ja unglaublich, ja. Was hättest du jetzt da? Also, red mal nicht drüber. Hilft da nix. Ich seh dich, kleiner Pisser. Freddy, Foxy. Vor 14 Sekunden hat die Runde angefangen. Foxy steht hier. Kannst du keinem erzählen? So, ist er wieder weg. Ja, ich werde schauen, dass ich nicht viel auf den Cams rumgucke. Wir gucken auf die Spieluhr. Und ansonsten würde ich sagen, check mal hier unsere Lage, weil... In dem Teil, finde ich, bringt es nicht so viel, auf den Cams rumzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendjemanden aufhalten kann, dadurch, dass ich ihn auf den Cams anschaue oder so. Keine Ahnung. Jetzt mach einen Abflug, komm. Jetzt geht die Taschenlampe nicht. Und er ist weg. Jetzt ziehen wir gleich wieder unsere Spieluhr auf. Die geht halt auch so schnell leer. Und
Und dann sagt mir die andere, Five Nights at Freddy's 3 ist schwer. Ich schaffe ja 2 nicht mal ansatzweise. Ich weiß nicht, was wir da bei 3 machen sollen. Ist er wieder da? Ich weiß nicht, wie lange ich den anleuchten muss. Ob das reicht, dass ich ihn einmal kurz spiele? Das ist, wie heißt sie, das ist nicht normal Bonnie, das ist, wo, ohne, die, wo kein Gesicht hat, die hat irgendeinen Special-Namen oder so. Ja, juhu, echt. Okay, jetzt ist... Ja, aber er bleibt. Haben wir schon gedacht. Mir fällt der Name nicht ein. Also das ist ja, glaube ich, die normale Bonnie. Die andere ist ja Toy Bonnie. Aber ich meine, der hatte noch irgendeinen Special-Namen. Mach einen Abflug, ich muss meine Spieluhr aufdrehen da. So. Ah, oh, jetzt ist wieder. Ist das wieder Balloon Boy? Ich glaube, Balloon Boy ist im Schacht. Dann haben wir ja eh schon wieder verloren, oder? Okay, wenn ich jetzt meine Maske aufsetze, meine ich. Geht der weg. Okay, ja, cool. Das ist ja schon mal was. Es ist 3. Es ist... Oh, Toy Bonnie. Chica. Toy Chica. Kann mir bitte jemand erklären, wo der jetzt herkam? Achso. Es war schon 3. Es war fast 4. Ich mach halt alles richtig. Leute, sagt es mir, schreibt es mir in die Kommentare. Ich mach doch keine Fehler, oder? Ich hab da keinen Fehler gemacht. Es war alles richtig, alles korrekt. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt Foxy schon dasteht, ist die Runde halt zum Scheitern verurteilt. Was willst du denn da machen? Da brauchst du doch nicht mehr anfangen. Diese Drecksspieluhr andauern, mein Gott. Ey, echt, ich hab keine Ahnung, warum mich diese Bonnie da jetzt erwischt hat. Ich dachte eigentlich, diese Animation heißt, dass sie weg ist. Oder das ist die Animation, die bedeutet... Foxy. Das ist die Animation, die bedeutet, er ist jetzt im Office und wenn ich das nächste Mal auf die Camps schaue, war es das. Das hätte ich noch versuchen können, nicht auf die Camps zu schauen, weil dann wäre halt Puppet gekommen. Das hätte ja auch nichts gebracht. Es ist einfach ein Trauerspiel, Leute. Einfach ein Trauerspiel. Die Runden dauern viel zu lang. Ständig diese Drecksspieluhr. Fatmans Haustasse. Hi, Balloon Guy. Balloon Boy, entschuldige. Foxy wieder, natürlich. Grüße dich. Jetzt machen Abflug, komm. Abflug. Oh, ist schon bitter, dass das Weiteste, was wir schaffen, 3 ist. Das Weiteste, was ich schaffe. Ihr könnt ja nichts dafür. Ich bin einfach unfähig. Hi.
Okay, jetzt kommt Balloonie wieder. Sehen wir nochmal unser Spieler auf. Oh, er ist schon wieder weg. Nice one. Jetzt warten wir noch, bis Balloon Guy noch. Balloon Boy! Noch einen vorgeht. Dann setzen wir unsere Maske auf. Oh, was ist das für ein Kratzen? Was ist das für ein Kratzen? Ist doch wieder Foxy, oder? Wieso kann ich. Foxy? Da ist er. So, das hört sich an, als wäre er jetzt gleich da, oder? Oh, Foxy, mach einen scheiß Abflug jetzt. Ja, da ist er, oder? Ist weg. Okay. Ja, das mit Foxy ist die Hölle, echt? Ich kann auch meine Maske nie aufsetzen, weil halt ständig Foxy hier steht. Der kommt ja wirklich permanent. Das ist ja übertriebenst nervig. Da ist er wieder. Wie oft geht denn er eigentlich noch durch den Schacht? Ich hör den permanent durch den Schacht kriechen. Der muss ja irgendwann mal da sein, oder? Es ist wieder drei. Sonst kam noch niemand. Freddy war nicht da. Bonnie nicht, Chica nicht. Nur Foxy und Bloom Boy. Amenakoi. Ich weiß nicht. Ah, ja, ja, genau das habt ihr geschrieben. Wenn er kommt, soll ich instant die Maske aufsetzen. Aber wahrscheinlich schafft man es so oder so nicht. Aber es ist halt Rotze. Ne? Er stand nirgendwo. Er stand nicht im Gang, der war nicht im Lüftungsschacht. Er steht auf einmal random einfach da. Du kannst nichts tun. So schnell setzt du deine Maske nicht auf, das ist. Ach. Wir schaffen es wieder nicht. Wir schaffen wieder keine Nacht. Kann's doch nicht sein. Ich habe noch 46 Freddy-Teile vor mir. Muss ja irgendwann mal vorwärts kommen. Foxy schon wieder da. Bin ja auch schon wieder 2 Sekunden im Office. Es ist auch Zeit geworden, dass er mal wieder daherkommt. Trauerspiel, echt. Einfach ein Trauerspiel. Das ist schon. Ist Foxy, gell? Nicht Mängel. Ich kann die in dem Teil alle nicht auseinanderhalten. Gut, Toy Chica erkennt man. Es gibt Toy Foxy. Das ist dieser pinke. Nee, der pinke ist Mängel. Genau, das ist einfach Foxy. Das ist einfach Foxy. Mängel habe ich noch gar nicht gesehen. Mängel habe ich noch nicht gesehen. Toy Bonnie habe ich noch nicht gesehen. Chica habe ich noch nicht gesehen. Und Freddy habe ich noch nicht gesehen. Aber Foxy ist in dem Teil halt nicht so übertrieben nervig. Schon auch nervig. Aber das ist mit dem Batterien immer klauen. Das, oh nein, er da schon wieder. Den rall ich nicht. Ah, er bleibt einfach hier. Du kannst halt auch nichts dagegen machen, weißt du? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er wahrscheinlich hier im Büro wieder. Und damit habe ich ja dann schon verloren, wenn ich das richtig verstehe. Gehe ich wahrscheinlich aus der Cam raus und dann nimmt mich Bonnie hart ran, oder? Nee, noch nicht. Ist er weggegangen? Ist er auch nicht weggegangen, oder? Oh, Lampe geht wieder nicht mehr. Foxy wieder da, genau.
Nein. So sagt er Hello. Hör, sag nicht Hello. Sag nicht Hello. Bleib einfach weg. Okay, okay. Jetzt ist es dann gleich 3, da müsste ich eigentlich wieder sterben. Länger als 3 Uhr geht irgendwie nicht. Jetzt habe ich die Maske wirklich instant aufgesetzt. Ich schneiß nicht. Was kann ich gegen dieses Bonnie-Teil machen? So, jetzt habe ich kurz im Internet geschaut und da steht, ja, man kann eigentlich nichts machen. Wenn der da steht, muss man super schnell die Maske aufziehen. Das mache ich ja instant. Und dann sollte er wieder weggehen. Tut er halt nicht, gell? Aber wenn der hier stand und man setzt die Maske auf und er ist dann weg, soll man sich nicht austricksen lassen. Es kann nämlich sein, dass er sich hinterm Schreibtisch versteckt und einen dann trotzdem hops nimmt. Das heißt quasi, ja, das hat einer geschrieben, man soll theoretisch, wenn man rauskommt, immer gleich die Maske aufsetzen, dann können sie einem eigentlich nichts tun. Ich will aber nicht permanent diese blöde Maske aufhaben. Du musst ja auch wegen Foxy gucken. Achso, der soll mir die Maske nicht aufsetzen, sonst springt er einem ins Gesicht. Ja, geht schon wieder los. Wenn Foxy da ist, soll ich die Maske nicht aufsetzen. Das heißt, vorher stand der Foxy und Bonnie da. Hast du verloren. Was wirst du machen? Er kommt halt auch viel zu früh. Es ist einfach affig. Und wir reden jetzt hier von Nacht 3. Ja? Also Nacht 4 muss ja wieder leichter werden, weil sonst... Weiß ich nicht. Bin ich ein alter Mann, bis wir das durch haben. Ein noch älterer Mann. Spart euch die Kommentare. Da ist er wieder. Flug. Ich blink dich an. Ich hab dich angeblinkt. Geh weg. Geh weg. So, weg ist er. Da aufziehen. Ich setze jetzt einfach mal von Zeit zu Zeit auf. Keine Ahnung. Oh, ich sag's euch, die dritte Nacht, die ist... Da ist er wieder. Foxy ist in der Nacht echt unfassbar nervig. Es ist unfassbar, wie nervig der in dieser Nacht ist. Aber Foxy ist in dem Teil halt nicht so übertrieben nervig. Balloony wieder am Start. Hello. Ja, ja, hello. Grüße dich. So, wir sind wieder in Nacht 2. Jetzt ist Foxy wieder da. Ich blink dich wieder an. Ziehen wir unsere Spillo auf. Geh weg. So, weg ist er. Jetzt dürfte dann Balloon Guy gleich kommen. Balloon Boy. Dann setzen wir unsere Maske wieder auf. Aber jetzt in Nacht 3 wird Foxy und Bonnie wieder kommen. Das heißt, ich muss die Maske aufsetzen. Gleichzeitig darf ich die Maske aber nicht aufsetzen. Das wird dann wieder richtig spannend. Da ist er schon wieder. Kommt permanent, permanent. Du bist so nervig, Foxy. So übertrieben nervig, Alter. So, jetzt kommt gleich wieder Balloon Boy. Der lässt sich Zeit. Er kriegt irgendwie zweimal durch die, dreimal durch den... Hey, komm.
Ich sage ja, es ist so random, Alter. Er war nicht einmal da. Stand nicht im Gang, nichts. Nacht 3. Er ploppt einfach auf, du hast verloren. Und fängst wieder von vorne an. Vielleicht ist es auch so wie beim ersten Teil, dass man es halt einfach irgendwann kommt er halt dann nicht und man schafft's. Oh, ich hasse das, wenn das so random ist, Mann. Wenn er halt irgendwo ist und ich kann was dagegen machen, okay. Da hockt er rum. Und das können wir vielleicht noch probieren, dass wir da ein bisschen Auge drauf haben. Cam 8. Müssen wir uns merken. Dann gucken wir hier und da mal auf Cam 8, ob er noch da ist. Ist er. Foxy ist da. Da muss ich halt doch mehr auf die Cams schauen. Das wollte ich halt nicht machen. Immer noch da. Vielleicht kann man ihn so ein bisschen bremsen. Dass er sich gar nicht erst auf den Weg macht. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Die Lüftungsschächte. Dann ignoriere ich jetzt die Lüftungsschächte. Noch ist er da. Okay, wir hören ja, wenn Foxy kommt. Die Kameras brauchen diesmal keinen Strom. Wir blinken ihn jetzt an und dann bleiben wir hier. Der geht ja jetzt weg. Du sollst weggehen. So, jetzt ist er weg. Er ist noch hier. Dann machen wir es jetzt mal so. Dann palpen wir den ein bisschen im Auge. Wir ziehen unsere Spieluhr auf. Dann werfen wir hier mal wieder einen kurzen Blick, ob nicht irgendeiner im Schacht sitzt. Ja, Balloon Boy wieder on the way. Er sitzt noch hier, okay. Foxy. Da muss man halt echt drauf achten, gell, auf Geräusche und so ein Zeug. Das habe ich halt beim ersten Teil schon nicht gemacht, weil mir das echt zu blöd war. Beziehungsweise, da waren ja so viele Geräusche, das konntest du gar nicht merken, was ist. Ah ja, schau, jetzt ist er weg, okay. Toy Bonnie? Aber wo ist jetzt... Oh. Habe die Ehre. Okay. Auch wenn diese Spieluhr nicht wäre. Foxy? Wieder völlig random. Wieder völlig random. Du kannst doch... Ey Leute, erzählt mir nichts. Ist doch ein Bug oder irgendwas. Du kannst nichts machen. Ja gut, nächste Woche geht's weiter. Leute, vielleicht habt ihr noch irgendeinen Tipp. Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach ewig so weitermachen, bis es halt irgendwann per Glück funktioniert. Aber ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Bonnie, random, steht er da. Du hast verloren. Keine Ahnung, was das soll. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, obwohl ich so ein unfassbarer Totalversager bin, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Wie gesagt, als nächstes werden wir ein bisschen drüber quatschen, was wir nächstes Jahr alles zocken werden. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Remember me for centuries, remember time.